Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Kolloquium mit unseren Experten zum Thema, was wäre, wenn Spezialisierung und Zentralisierung der falsche Weg wäre. Dafür habe ich die Professoren Petschner und Schubert bei mir und auch Lothar Hirneise als Krebsforscher. Und wir werden das Ganze mal beleuchten. Bleiben Sie dran. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Hallo. Tolle Runde. Spezialisierung, Zentralisierung. Thomas, kannst du dazu was sagen? Ich glaube, jeder kann viel dazu sagen. Es gibt natürlich in jeglicher Hinsicht Vorteile und Nachteile. Spezialisierung ist natürlich schon mal schön, wenn einer von einer Sache wirklich substanziell alles weiß oder möglichst mehr als alle andere und sich darüber auch nicht nur in der Praxis betätigt, sondern auch, sage ich jetzt mal, weiter auch im Forschungsbereich irgendwie die ganze Kenntnisse und alles verbreitet. Andererseits ist das eingeschränkt, wenn wir über holistische Sichtweise überlegen und was uns alles ausmacht als Menschen, dann ist natürlich Spezialisierung nicht so gefragt, weil das ist natürlich ein Mini-Mini-Teil. Wie ich schon einmal erlebt habe, ein Kollege bei der Konferenz gesagt hat, meine Spezialisierung fängt hier an und hört hier auf. Also HNO-Arzt und alles andere interessiert ihn nicht. Das ist bezeichnend für so Trennung zwischen beiden Disziplinen. Und ich glaube, es ist schöner, wenn man einen Arzt oder einen Heiler oder einen Therapeuten oder wie auch immer man das nennen will, hat, der ein kleines bisschen weiter und breiter denkt und holistischen Einsatz hat. Da habe ich doch einen hier sitzen. Wo? Da ist halt wirklich so, wir hatten ja schon mal ein schönes Interview gemeinsam, wo ich wirklich von dir gehört habe, hey, da sitzt der Patient vor mir. Ja, der hat Depressionen. Und dann gibt es dann drumherum Labore und da wird das Cortisol angeguckt und da wird noch mehr reingegangen und dann noch in die ATP und dann noch die Sauerstoff-Thematik. Und dann haben wir uns doch komplett verloren. Wir sind doch gar nicht mehr am Menschen. Dabei war doch eigentlich der Mensch da mit seinem Thema. Und wir gehen immer tiefer und immer tiefer und es wird immer kleiner und völlig weg eigentlich von dem, wo wir eigentlich gestartet sind. Man verliert das große Ganze, oder? Auf jeden Fall in der Spezialisierung. Also ich würde dir total zustimmen. Also ich wäre auch vorsichtig zu sagen, wir kippen jetzt die Spezialisierung völlig weg, ja, weil sie im Endeffekt reduktionistisch ist, weil sie die Teile des Organismus anguckt und jeder verliert sich immer weiter in irgendeinem Teil und kennt das am besten aus. Wir müssen ja nur in eine vorklinische Institution gehen, in der Medizin, wo die ganzen Laboratorien nebeneinander sind und jeder bastelt daran, dass er im Science eine Publikation oder sogar einen Nobelpreis. Aber keiner hat eine Ahnung, was es neben Labor macht. So weit ist das schon. Also es ist desaströs. Ja? Also diese Form von Spezialisierung finde ich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite, wenn wir einen Generalisten haben, der dann in Spezialbereichen sich nicht mehr richtig auskennt, bin ich mir auch nicht so sicher, ob das jetzt alles ist. Aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, es ist mir lieber, top-down, alles zusammensehend, ja, das würde ich favorisieren, wie Spezialtum und Spezialistentum und zentral. Mir ist eine Idee gekommen, vielleicht auch Lothar Hirneise da reinzuholen, in die Diskussion mit dem Krebsthema. Nämlich stellen wir uns einen Onkologen vor, der von Psychoneurologie keine Ahnung hat.
der die Psyche überhaupt rausnimmt aus dem Geschäft. Ja? Mhm. Also ein klassischer Dualist und Reduktionist, ein Maschinenmediziner. Ja? Und der gibt seinem Patienten, weil er unter Chemotherapie steht und schwerste Nebenwirkungen hat durch die Chemotherapie, weil die Chemotherapie extrem viel Inflammationsprozesse auslöst durch die Zellzerstörung, die stattfindet im gesamten Organismus, und gibt ihm als Hilfe Cortison. Cortison dämpft die Inflammation. Es ist eine Möglichkeit, um diese Begleiterscheinungen in einer chemotherapeutischen Behandlung runterzudämpfen. Dieser Onkologe weiß aber nicht, dass er ein Stresshormon verabreicht, weil er keine Ahnung von Psychoneurologie hat. Wir wissen aber aus der Psychoneurologie, dass wenn du Cortisol und Katecholamin, also Stresshormone und Neurotransmitter, erhöht hast im Organismus von Krebspatienten, dass diese Stoffe Krebszellen zur Vermehrung bringen, Krebszellen zur Metastasierung bringen und die Chemotherapie interessanterweise unterlaufen, also ausbremsen, den Zelltod nicht ermöglichen, Anoikis im Krebsbereich. Das heißt, du steigst auf der einen Seite aufs Gas, indem du eine Chemotherapie gibst und dann noch das Cortison, und auf der anderen Seite aber auf die Bremse, indem du eben das Cortison gegeben hast und dieses Cortison letzten Endes den Krebs anheizt. Machst auf beiden Ebenen, und das ist im Prinzip ist das ein medizinischer Kunstfehler, das muss man ganz klar sagen, und er entsteht aus dem Spezialistentum, weil dieser Onkologe keine Ahnung hat von dem größeren Rahmen, von dem größeren Ganzen, und appliziert ein Cortison, das in diesem Fall katastrophal, desaströs wirksam ist beim Patienten. Wir haben das ja eigentlich schon auch beim metabolischen Syndrom. Ja, da hast du einen Bluthochdruck oder gerade bei Frauen von mir aus noch Endometriose, dann Hashimoto noch. Ja, und dann gehst du überall hin und jeder bastelt an dir rum, gibt dir dann dementsprechend dein L-Tyroxin und dann hier noch eine Ibo und da noch ein paar künstliche Hormone. Und dieser Cocktail, wie du schon sagst, da weiß doch keiner mehr, wer tritt eigentlich aufs Gas und wer auf die Bremse. Also wir haben ja eine Fakultät in der Medizin namens Palliativmedizin. Und wenn wir die mal anschauen, da ist nämlich genau das passiert, die Spezialisierung. Natürlich ist die Schmerztherapie innerhalb der Palliativmedizin ein unglaublich wichtiger Teil. Aber wenn wir mal Palliativmedizin anschauen heute, wie sie getätigt wird, sage ich mal, dann kann man relativ eins sehen, alle sterben, 100%. Nicht 90, nicht 95, nicht 99, nicht mal 99,9%. Sie sterben alle. Und trotzdem wird diese Art der Medizin weitergemacht. Weil man hat sich in Anführungsstrichen spezialisiert, nämlich innerhalb der Onkologie, auf relativ wenige Therapien, also Chemotherapie, Bestrahlung oder jetzt natürlich vor allem Antikörper. Und man bleibt dabei. Egal wie das Ergebnis ist, wie in dem Fall 100% tot, man bleibt einfach dabei. Wenn man jetzt mal, so wie ich, viele Survivor interviewt und anschaut, warum haben die Leute überlebt? Niemand. Du wirst keinen einzigen finden, der metastasiert war, eine Chemotherapie, Bestrahlung gemacht hat und wieder gesund geworden ist. Jetzt gibt es ja aber diese Menschen, ich habe genügend persönlich die Hand geschüttelt. Ich weiß, dass es diese Menschen gibt. Und ich kenne ja viele Ärzte auf der ganzen Welt, die, sage ich mal, außerhalb der universitären Medizin, ich mag lieber das wie alternativ oder nicht alternativ, also außerhalb der universitären Medizin sehr wohl, sehr erfolgreich Menschen therapieren, ja. Und da ist wirklich, ich kenne mich in anderen Fakultäten der Medizin nicht so gut aus, aber eins sehe ich, diese Spezialisierung ist unglaublich gefährlich, wahnsinnig gefährlich. Und was ich auch immer mehr sehe, ist das ganze Facharztwesen, sage ich mal, wenn ich mit älteren Ärzten gesprochen habe, da war es eigentlich normal, neben Medizin durchaus auch echte Fachkenntnisse, Biologie, Chemie oder wie Frau Dr. Budwig dann sogar noch Physik oder so zu haben, mhm, und auch in einem größeren Rahmen denken zu können. Und so wie Christian das ja gerade richtig gesagt hat, meine Güte, wir können nicht bei solchen schweren Erkrankungen einfach nur dieses eine kleine Ding sehen. Wenn ich... Bei uns in unserem Zentrum sind ungefähr 90% metastasierte Patienten. Ja. Mal ganz ehrlich, die Diagnostik, die interessiert uns ein bisschen, natürlich interessiert, und wir wollen auch wissen, wo ein Tumor sind oder wenn wir ein PET anschauen, wie aktiv ein Tumor ist. Aber im Großen und Ganzen ist es für die Prognose überhaupt nicht wichtig, das alles zu wissen.
sondern wir müssen mit dem Menschen reden und sein Gesamtes anschauen, wo er die meisten Defizite, wir schauen an, wie glücklich jemand ist, in welchen Bereichen, wo da die meisten Defizite sind. Aber das kann ich nicht tun, wenn ich nur Diagnostik mache oder wenn ich in irgendeinem kleinen Bereich. Also der Gesamtkomplex bei einem Arzt, der geht meiner Meinung nach in den letzten 20 Jahren durch die Spezialisierung in die falsche Richtung. Mhm. Wie ihr beide ja schon gesagt habt, wir brauchen Spezialisten. Professor König ist zum Beispiel im Moment, da hat er auch ein Interview gegeben und ich habe mich mit ihr über Mitochondrien unterhalten. Und Gott, ist das phänomenal, wenn man so einen Spezialisten hat, der ins kleinste Detail jede Frage beantwortet. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, kann sie da damit jemandem helfen, der schwer krebskrank ist? Nein, aber man kann, wenn man diesen Teil in ein Gesamtbild hereinholt, dann kann man einem Menschen helfen. Aber die Medizin geht leider zu sehr in die Spezialisierung, meiner Meinung nach. Das ist ja bei dir das Schöne, ja, mit der Gesichtsdiagnostik, ja, dass man sagt, du schaust den Menschen an und du siehst das Ganze. Das wäre ein kleiner Bruchteil davon. Das immer wieder mal bei holistischen Betrachtungsweisen. Es ist ja nicht nur, dass man die Elemente der traditionellen Diagnostik mit einbezieht, sondern die sind zusätzliche Teil zu einer, sage ich jetzt mal, klassische medizinische Diagnostik. Es gibt natürlich Röntgen, Labor, Blutuntersuchungen, was auch immer da alles gemacht wird. Und da kommen zusätzliche Sachen. Also es ist ein Bereich der komplementären Diagnostik. Und die sollte nicht außer Acht gelassen werden, weil sie holistisch ist, weil es nicht immer darum geht, ist das nur Blutwert in Ordnung oder ob meine Röntgenaufnahme zeigen, Lunge ist frei und da ist ja nichts Degeneratives da drin. Aber die Frage ist der Mensch, den ich diagnostiziere, emotional im Gleichgewicht? Ist das vielleicht ein Gewalttäter? Ist das vielleicht ein Mörder? Wer ist es emotional? Wer ist es psychisch? Und was passiert in seinem Kopf eigentlich, was nicht stofflich ist, sondern mental, emotional, auch spirituell. Wer ist es eigentlich? Was sind die Elemente, die uns ausmachen? Was macht uns zum Menschen, wie wir sind? Also es ist nicht nur, wir sind nicht nur Haufen Knochen und Fleisch auf einem Haufen, sondern viel, viel mehr. Und auch Theologie gehört für mich dazu, Sozialkunde gehört für die Diagnostik. Es gibt Menschen, die brauchen tatsächlich nur eine Umarmung, um sich besser zu fühlen. Es gibt Menschen, die haben kein nettes Wort gehört für lange, lange Zeit. Auch die Wörter kann man als homöopathische Mittelchen mal einsetzen, weil die helfen sehr viel. Ja, aber auf die Gedanke kommt kaum ein Spezialist. Also ich will keine Schuld auf Spezialisten oder irgendwie auf Spezialisierung. Nein, das ist unser Bildungssystem, der einfach diese Bildungsart und diese Informationsweitergabe an der Uni so gestaltet und die Kollegen sind eingeschränkt. Nicht, weil sie vielleicht nicht lernen wollen, sondern weil es nichts gibt, wo sie es lernen können und es gibt keiner, der diese Wissen vermittelt. Ich sage das aus einem simplen Grund, weil ich ja unterrichte seit 2004 und ich weiß, wie eingeschränkt das ist. Das sind mal hier 20 Ärzte, hier 30, hier 50 und was aus einem kleinen, ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und das sollte meiner Ansicht nach etwas breiter angelegt werden, nicht weil mein Thema ist und nicht jetzt da die Fahne schwenke, darum geht es ja nicht. Und es geht schlicht und einfach darum, öffne mal deinen Horizont für was anderes. Es muss nicht traditionelle Diagnostik der alten Kulturen sein. Es kann ja schlicht und einfach Psychologie sein. Es kann Theologie sein. Es können verschiedene andere Elemente, die unsere Wesen als solches komplettieren. Ja, man merkt ja auch schon im Medizinstudium, dass man ja schon eigentlich diese enge Fahrbahn mit auf den Weg bekommt, oder? Das Medizinstudium ist repräsentiert den Reduktionismus in der Medizin. Und wenn ich sage Reduktionismus, dann ist die Medizin so aufgebaut und im Prinzip sind wir in der Gesellschaft so aufgebaut. Das ist gar nicht nur ein Medizinproblem, das ist ein Kulturproblem. Dass wir wirklich meinen, durch die Analyse der kleinsten Bausteine werden wir das große Ganze verstehen.
Und das ist ein Irrtum, schlicht und ergreifend. Es ist ein erkenntnistheoretischer Irrtum. Der Reduktionismus ist eine Katastrophe, ist eine desaströse philosophische Geschichte. Und wir müssen uns davon verabschieden. Wir müssen top-down denken lernen. Wir müssen das große Ganze, wir müssen den großen Umbrella sozusagen angucken. Und dann werden wir verstehen, was da drunten passiert. Ja? Aber nicht unten anschauen und dann glauben, wir können das große Ganze verstehen. Ja, das geht genau. Nicht. Und eben auch nicht. Die Frage, muss ich das unten überhaupt kapieren? Nee. Wenn ich in der Lage bin, das oben zu regulieren, absolut, dann macht doch das unten alles. Das ist selber. Das Beispiel, das mich Cortisol gebracht hat. Ja. Ja, wenn zu mir ein Mensch kommt und der sagt, Mensch, messen Sie doch bitte bei mir Cortisol, ich möchte wissen, ob ich gestresst bin. Dann sage ich, ich messe bei Ihnen mit Sicherheit kein Cortisol, um herauszufinden, ob Sie gestresst sind. Ich gehe mit Ihnen in ein Gespräch. Und ich werde herausfinden über unsere Beziehung, und wenn ich ausreichend Selbsterfahrung habe und ausreichend selber in Therapie war, dann kann ich das sehr gut dechiffrieren, was jetzt da von der anderen Seite kommt, weil ich mich im Griff habe und weiß, auf was ich hier reagiere. Und dann werde ich herausfinden über ein diagnostisches Gespräch mit einem Menschen im ganzheitlichen Sinne, ob diese Person gestresst ist oder nicht gestresst ist. Kann ich gerne noch eine Cortisolmessung machen danach. Aber die wird mir nicht Auskunft darüber geben. Ja, bringt ja nichts, wenn er traumatisiert ist, hat er ja kein Cortisol drin. Das wäre dann die andere Geschichte, richtig. Also das Cortisol wird uns keine Auskunft geben, ob jemand gestresst ist, weil wir haben wirklich unterschiedliche Cortisol-Entwicklungen bei Traumatisierten. Ist kein Cortisol da bei Stress und bei normalen. Und das findest du ja auch erstmal noch gar nicht raus, weil wenn das Trauma die muss rausfinden, ob der traumatisiert ist. Ja, eben. Und das wieder, dazu brauche ich das Gespräch. Ich muss wissen, er erzählt mir dann etwas über sich und da brauche ich eine vertrauensvolle Situation. Und dann so langsam taut der andere auf und erzählt mir über Dinge, die fundamental sind, um seine Biochemie zu verstehen. Aber umgekehrt werde ich Biochemie niemals nutzen können, um das große Ganze, die Psychologie des anderen. Es gab mal die Decade of the Brain von Obama, die er, weiß ich nicht, glaube ich, 2010 ausgerufen hat und Billionen hineingesteckt hat in die Forschung, um herauszufinden, wie tickt der Mensch. Und da wurden die Neurotransmitter untersucht und da wurde das Gehirn sozusagen auseinandergenommen. Mit der Idee, wenn wir das Gehirn und die Neuronen und die Verbindungen und alles Mögliche am besten verstehen, dann werden wir verstehen, wie der Mensch ist, wer der wirklich ist oder was er auch in der Psychologie ist und vielleicht sogar in seinen sozialen Beziehungen. Von unten nach oben gedacht. Und das ist Müll. Da kannst du Billionen ins Klo runterspülen. Weil letzten Endes, das ist Reduktionismus und das ist falsch. Wir werden nicht über die Analyse von Feinstoff jemals über Nichtstoffliches Bescheid wissen. Nichtstoffliches ist emergent. Also da müssten wir in die Systemtheorie gehen. Aristoteles hat schon gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und das ist genau der Punkt. Die Summe der Einzelteile reicht uns nicht. Es ist das Mehr, die neue Qualität, die entsteht, wenn Einzelteile miteinander interagieren und dann etwas Neues kreieren. Und dieses Neue ist niemals reduzierbar auf die Einzelteile. Ich war ja auch bei dir schon im 3E-Zentrum. Du lebst ja im Grunde das schon mit den Patienten. Mhm. Was sind für dich wirklich so die wichtigsten Faktoren, wo du sagst, hey, da kriegen die Patienten auch wirklich, da kommen die einen Schritt voran. Das gibt so diesen Swift. Christian hat gerade das Wort Reduktionismus ja benutzt. Wenn man mal so richtig in die Onkologie, aber auch allgemein in der Medizin reinschaut, die größte Reduzierung ist ja eigentlich die Reduzierung auf den Körper. Auf die Zelle. Auf den Körper. Aber über 20 Jahre, habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Also bei zumindest Schwerkranken, Krebskranken, spielt der Körper gar keine so große Rolle mehr. Ja? Also auch die körperliche Entstehung von Krebs, also wie heute behauptet wird, dass das alles über Vergiftungen, über irgendwelche Giftstoffe passiert, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Das gibt es ohne Zweifel, ja. Natürlich kann man ein Mesothelium durch Asbest bekommen oder irgend sowas, ja. Aber das ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Wir sind da im wenigen Prozentbereich. Da, wo Krebs entsteht, ist im Stressbereich, ist im Adrenalinverbrauch. Wenn ich denke, dass zum Beispiel Adrenalin bei Krebskranken immer noch nicht gemessen wird, ja. Wie oft habe ich schon mit Ärzten geredet und gesagt, messt es doch einfach. Wir tun das seit 15 Jahren. Wir messen bei jedem Patienten Adrenalin oder wir machen es inzwischen auch über Haaranalysen, wo man auch bestimmte Sachen sehr schön sehen kann. Und dann sieht man einfach, hoppla, die haben ja gar kein Adrenalin mehr. Was ist passiert? Die haben einfach mehr verbraucht, als sie Nebennieren produzieren können. Und da muss man hinschauen. Ja, dann, aber Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz unterbreche, aber dann schaust du ja auch wieder auf das kleinste Teilchen. Macht es nicht Sinn, den Adrenalin auslösenden psychologischen Effekt im Umfeld aufzulösen? Muss ich nur noch was dazu sagen?
Uns ist der Wertwurst egal. Wir machen den Wert nicht, was weiß ich was. Wir machen den Wert aus einem eher psychologischen Grund. Wenn die Patienten den Wert sehen, weil, nur mal das Beispiel, wir Schwaben, ja, wir haben ja schon mal das Problem, dass wir Stress noch nicht mal erkennen. Du kennst es bestimmt auch. Du redest auch mit Leuten, die sagen, ach nee, eigentlich habe ich ein ganz schönes Leben, ich habe gar keinen Stress. Mhm. Und dann auf einmal machen wir einen Adrenalintest und der sieht dann seinen Wert unter 1, was unter 10% ist, was eigentlich da sein sollte. Oh, und er sagt, ha, wenn ich das jetzt so bedenke, und dann kommt er auf einmal, schüttet es aus ihm heraus, was ihn alles auf der Welt ankotzt und wie er eigentlich mit seiner Ehe, mit seinem Beruf, mit seinem spirituellen Leben, mit seiner Sexualität, mit was weiß ich was, doch eigentlich ein bisschen Bootsfriede ist, wie wir Schwabe sagen würden. Ja? Und dafür machen wir das. Natürlich interessiert mich auch die Dokumentation oder sowas, weil ich sowas liebe. Aber ansonsten, nein, das ist für den Patienten nicht wichtig. Aber was ich damit sagen will, ist, die universitäre Onkologie interessiert es überhaupt gar nicht. Die schauen ja noch nicht mal die Psyche an. Die lachen sich zum Beispiel immer tot und sagen dann halt zu mir, ach, dieser Hirnreise, der Spinner. Jetzt kommt er noch daher und sagt, dass es Krebstypen oder irgend sowas geben würde. Dann sage ich immer, okay, ich kenne in den letzten 20 Jahren mehrere hundert Pankreas-Kopfkarzinome kennengelernt. Wenn man mal die Einteilung nach Fritz Riemann nimmt. Patienten mit Pankreas. Dankeschön, korrigiere mich. Ja, aber Patienten mit dieser Diagnose kennengelernt und dann sage ich, wie viel, also wenn man jetzt Fritz Riemann, die klassische psychoanalytische Einteilung nimmt, wie viel hysterische Persönlichkeiten waren dabei und wie viel zwanghafte oder schizoide Persönlichkeiten? Ich habe von 500 Menschen mit dieser Diagnose noch nie eine hysterische Persönlichkeit gesehen. Dann kann man nicht einfach hergehen und sagen, die Psyche hat nichts mit Krebs zu tun. Ich kann sagen, sicherlich mehr als 90% sind Traumata und viel, viel mehr sind lang anhaltende Stressphasen, die Leute entweder nicht bemerken oder einfach, ich sage mal, verdrängen, ignorieren oder ganz bewusst einfach wegschieben. Ja, es muss ja nicht immer eine unbewusste Verdrängung sein. Manchmal schiebt man auch Dinge ganz bewusst weg. Wenn man eben 10 Jahre mit einem Alkoholiker verheiratet ist und immer noch nicht was irgendwie die Kurve in die eine oder andere Richtung kriegt, dann ist das eine bewusste Wegschiebung. Ja. Aber überhaupt eine Trennung Körper und Psyche zu machen als Mediziner, da graust es mir. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Kann ich nur zustimmen. Schön. Thomas, wenn wir jetzt so ein bisschen Visionen austüfteln könnten, wie würde denn eigentlich ein perfektes Zusammenspiel aussehen? Weil aus diesen ganzen Parametern. Ja, es kommt wieder mal zurück auf die, ich will nicht sagen Toleranz, aber auf gegenseitigen Respekt und auf die Annahme, dass es außer fest eingefahrenen Spezialisierungen doch noch eine ganze Menge gibt, was man lernen kann. Aber Problematik liegt auch daran, dass viele Ärzte A, keine Zeit haben, B, kein Interesse haben und C, auch in vielen Fällen auch kein Verständnis haben, dass sie noch irgendetwas brauchen könnten, weil es läuft alles gut so, wie es läuft und warum sollte man das dann ändern? So, wobei es gibt also ganz, ganz kleine Mini-Beispiele mit meinen Clown-Doktoren und sonstiges, wo man Humor in Medizin reinbringt, wo man wirklich so diese Elemente, die tatsächlich was bewirken können, ohne Nebeneffekte, ohne irgendetwas anderes. Dieses Lachen schüttet Glückshormone aus, gibt eine Hoffnung und gibt auch die Verbindung. Es ist eine Brücke zwischen erkrankten Kind und Geschwistern und Eltern und auch ganze Personal im Krankenhaus erlebt diese Schmetterlingseffekt, wo sich dann diese Emotion des Glücks und Spaß und Spiel auch in einem Bereich findet, wo man sonst nicht findet. Also auf Palliativstationen, wo wir waren, das ist nur Lachen. Die Leute kommen und sagen, warum lachen die hier? Wir sind an einem Platz, wo eigentlich Lachen nicht hingehört. Natürlich gehört das hin, weil für mich ist das Leben wirklich so weit fortgeschritten, bis zu letzten 2 Sekunden, wo man dann den letzten Atemzug auslässt. Alles vorher definiert das Leben. Und da soll man an Qualität des Lebens auch arbeiten und nicht an irgendwelchen Projektionen oder sonstiges. Jede Sekunde zählt und jede Bindung zwischen Familienmitgliedern
und Erkrankten ist es gegeben. Und das geschieht nicht durch Medikamente, das geschieht nicht durch palliative Medizin, wie du es vorher auch gesagt hast. Und es gehört, es geschieht durch unsere Psyche, durch unsere emotionale, spirituelle Bindung. Es gehört, es entsteht durch die Berührung, es entsteht durch die Menschlichkeit, durch diesen Touch, das wir zurück in die Medizin bringen sollen. Das müsste dir jetzt runtergehen wie Öl. Ich kann dir nur zustimmen, Thomas. Und mir ist nochmal der Gedanke gekommen, also wenn man jetzt sozusagen den Zuhörern nochmal ranbringen möchte an das Ganze, dann würde ich auf jeden Fall sagen, von oben nach unten denken. Wenn wir Kausales herausfinden wollen, warum etwas passiert ist, dann dürfen wir nicht auf die Stoffe gehen. Wir müssen auf das Nichtstoffliche gehen. Das ist höher komplex, das ist höher geordnet in unserer Existenz. Und das ist im Prinzip nur noch mal anders ausgedrückt, was du gesagt hast. Wir müssen vom Ganzen ausgehen. Und wenige wissen, dass wir sterben, wenn wir keine Nahrung haben. Wir sterben, wenn wir kein Trinken haben. Wir sterben, wenn wir keine Schutzräume haben, in denen wir uns zurückziehen können und sicher sein können. Aber wir sterben auch, wenn wir keine soziale Beziehung haben. Und das ist den wenigsten Menschen bewusst. Ja, das heißt, diese Faktoren, es gibt so viele Studien dazu, die ganz klar zeigen, soziale Isolation, Einsamkeit, Single sein, verwitwet sein und so weiter, sind hochtoxische Faktoren, die letzten Endes zu Morbidität und Mortalität führen. Und diese basalen Nahrung, Trinken und Schutzraum, das ist uns allen klar, da brauchen wir gar nicht reden, ja, ist ja logisch. Ich meine, ich kann noch so viel mit jemandem in Kontakt sein, wenn ich nicht esse, wenn ich nicht trinke, dann sterbe ich. Ja. Aber dass das so ein unglaublich wichtiger Faktor ist, die soziale Beziehung, das Miteinander, das muss langsam in die Bevölkerung getragen werden. Und dann sind wir auch in der neuen Medizin. Weil dann würde der Mensch zum Arzt hingehen und sagen, also passen Sie mal auf, Sie schauen hier nur auf meine Stoffe, nehmen mir Blut ab, schicken mich in die Röhre. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich bin viel mehr. Ich bin ganz, ich habe mir die Biografie, da ist einiges passiert. Wollen Sie das wissen? Und nehmen Sie sich die Zeit dazu, gehen Sie mit mir in Beziehung, möchten wissen, was mit mir eigentlich los ist. Und dann ist es eine Revolution in der Medizin, weil dann kommen plötzlich die Faktoren auf den Tisch, die kausal sind. Die Stoffe sind niemals kausal für eine Erkrankung verantwortlich. Also irgendwie, wo du gerade so gesprochen hast, ist mir so ein Beispiel gekommen, wie wir machen einen Autounfall und um zu gucken, wie das geschehen ist, gehen wir zum Auto und messen den Ölstand. Das machen wir. Genau so ist es, ja. Ungefähr. Ja. Ja, ist richtig. Anstatt zu gucken, wer ist mir denn begegnet. Ja. Das fand ich jetzt auch noch ein schöner Einblick. So, Lothar, du noch. Ja, es gibt so ein schönes Bild, wo Snoopy zu Linus sagt, Mensch, eines Tages müssen wir sterben. Und dann sagt er zurück, das stimmt. Aber bis dahin, an allen anderen Tagen, sterben wir nicht. Mhm. Ja. Ja. Und was ich halt unglaublich sehe bei Menschen ist, sie verstehen den Glücksfaktor nicht. Sie verstehen nicht, dass wenn sie nicht glücklich sind, so wie du gerade gesagt hast, wir brauchen mehr als nur Nahrung. Ja. Und das, was wir, wenn wir schwer krank sind, am meisten benötigen, ist Lebensglück, ist Happiness. Wir sagen immer Double Happiness dazu, ja, wie dieser chinesische Begriff. Und das ist das, was wir zum Beispiel unterrichten bei uns. Wir unterrichten schwerkranken Menschen, wie sie glücklich sein können. Warum? Weil wenn ich glücklich bin, ich meine, wahrscheinlich bei uns alle ist auch schon 3 Tage her, aber wir wissen noch vielleicht einigermaßen, wann wir verliebt waren. Meine Güte, unser Bankkonto hat uns nicht interessiert, unser Chef hat uns nicht interessiert, ein Politiker hat uns nicht interessiert, alles hat uns nicht interessiert. Warum? Wir waren verliebt, unsere Hormone waren toll, unser Serotonin war toll, unser Adrenalin war toll, alles im Körper war toll, aber was ist ein Verliebtsein? Ist doch kein körperlicher Prozess. Das ist so da oben ein Gedanke, ein Gefühl. Und der hat aber dafür gesorgt, dass im Körper alles optimal läuft. Und das ist das, natürlich, wenn die Patienten zu uns kommen, schwer krank, und ich sage, naja, jetzt müssen wir mal schauen, dass sie mal richtig lachen. Ja? Bei uns geht es übrigens auch relativ lustig zu, wenn manchmal Leute kommen und die sehen uns tanzen, singen und Gitarre oder was, dann denken die auch, wir sind jetzt vollkommen durchgeknallt. Aber das brauche ich dir ja nicht erklären. Ja? So, und aber wenn wir das den Leuten dann erklären, ja, die sogenannte Psychosomatik,
dann kommen die langsam rein. Nur hier ist auch die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte. Es nützt ja nichts, wenn ich zu dir sage, sei jetzt happy oder reg dich nicht mehr auf oder wir müssen mal an dem oder jenem. Das ist, wie ich immer sage, harte Arbeit, so wie man Klavier spielen lernt, Gitarre spielen lernt, singen lernt. Man muss es studieren, auch das Glücklichsein. Ja. Mir fällt nur noch eine Sache zu dem gesamten Thema, diese Trennung, Spezialisierung, Generalisierung, wie auch immer das zu sehen ist. Vor ein paar hundert Jahren war ein Arzt eigentlich ein Gesamtlebensbegleiter. Man hat das früher Familienarzt genannt und so weiter. Das waren die Leute, die sich auch mit Theologie ausgekannt haben. Das waren die Leute, die ein Seelsorger waren. Schamanen, wie auch immer man die nennt. Ja, aber die waren da für die gesamte Familie. Die halten die Hand einem Sterbenden. Da hat man nicht gesagt, ruf mal einen Palliativarzt hier. Sondern die waren ja da. Die haben ja auch die Entbindung gemacht von den Kindern. Die haben die Großeltern zu Grabe getragen und waren auch ein Teil der Familie. Die waren ja eingegliedert. Und irgendwann mal Stück für Stück ist dieses Bild von einem Arzt, von einem Generalist einfach weggebrückelt, weil man in die Spezialisierung gegangen ist und dann irgendwann mal versucht, wieder durch verschiedene Gruppierungen wieder mal diese eine zu machen. Aber was wir vorher gehört haben, da geht man zu 20 Spezialisten, um rauszufinden, was das ist. Man kann natürlich nicht alles generalisieren, aber ich glaube, es ist nichts Falsches daran, wenn ein Arzt sich ein kleines bisschen mehreren Themen widmet und auch in ganzheitlichem Sinne wieder den Weg zurückfindet zu diesem alten Arzt, zu diesem alten Vorbild, das wir hatten und auch wirklich für die Familie da sind und sich auch Zeit nimmt, und vielleicht am Sterbebett zu sitzen und die Hand zu halten. Hier gibt es noch ein kleines lächerliches Problem. Aber ganz, ganz klein. Dauert nur 20 Sekunden. Ein Arzt bekommt im Quartal so plus minus 30 Euro fürs Reden. Solange das nicht geändert wird, sehe ich leider keine Chance, weil ein Arzt ist auch ein Unternehmer, muss Geld verdienen. Und wie kann er Geld verdienen, wenn er in 3 Monaten 30 Euro verdient, wenn er mit jemandem redet? Das ist eine unglaublich große Forderung, die ich nirgends sehe. Aber ich sehe keine Möglichkeit, wie ein Hausarzt dann das machen kann, was wir alle wollen eigentlich. Ja. Der müsste Privatier sein. Ja, absolut. Ja. Vielen Dank für die Runde. Schön, dass ihr da wart. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und ja, danke. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen aus dieser wundervollen Expertenrunde. Unter Wikisana finden Sie natürlich auch weitere Interviews. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Bis bald und tschüss.